Königreich eskortiert werden. Majestät, ich... Vater, bitte, denk nochmal darüber nach. Der Landbewohner verdient eine Chance. Prinzessin. Prinzessin Miranjani. Der Landbewohner verdient eine Chance. Miranjani, hast du gelauscht? Ja, Vater, ich werde mich später für meine Unhöflichkeit entschuldigen. Aber bitte, Vater, ich bitte dich. Du musst diesem Landbewohner erlauben, hier zu bleiben. Miranjani, mein Schatz, lass nicht zu, dass deine Faszination für Landbewohner dein Urteilsvermögen beeinträchtigt. Du liegst falsch, Mutter. Die Antwort liegt in der Barriere, die unser Königreich umgibt. Tante Liang, sie hat mir immer erzählt, dass die Göttin die Barriere nicht errichtet hat, um Landbewohner fernzuhalten. Nein, sie hat sie geschaffen, um sicherzustellen, dass nur diejenigen, die ihr Zeichen tragen, sie durchqueren können. Sei es Meermenschen oder Landbewohner. Das impliziert, dass Rucola hier in unserem Königreich ist, weil Rucola den Segen der Göttin trägt. Wir können es uns nicht leisten, das zu ignorieren. Meine Königin, unsere junge Mira bringt einen Punkt zur Sprache, den wir nicht außer Acht lassen können. Die Wiederbelebung des Korallenbaums hat vor allem Vorrang. Das bedeutet, einen Fremden in unseren Gewässern frei aufzulassen, dann sei es so. Wie dem auch sei, ich lasse dich nicht ohne irgendeine Art Schutz herumlaufen, Rucola. Denali, Semeru und Angnu, ich befehle euch, wachsam zu sein. Mira, verbreitet die Botschaft dieser Vereinigung unter unserem Volk. Wir müssen weitere Unruhen verhindern. Die Interaktionen mit dem Landbewohner wird ein Privileg sein, das nur wenige Auserwählte gewährt wird. Rucola, halte dich an unsere Gesetze oder bereite dich auf die Verbannung vor. Gemäß ihrem Befehl, ihre königliche Hoheit. Landbewohner, der Zugang zur Tiefste sei dir gewährt. Deine Weisheit obsiegt, Vater. Verstanden, ihre königliche Hoheit. Denali, Angnu, zeigt Rucola seine Unterkunft in der Kaserne. Wir mögen misstrauisch sein, aber nicht unhöflich. Wegtreten. Wow, ich kann nicht glauben, dass deine Hoheit dir erlaubt hat, zu bleiben. Noch dazu in der Kaserne. Das war sehr knapp dahinter. Wenn ich die Prinzessin gewesen wäre, komm mit, wir bringen dich zur Kaserne. Willkommen. Hier werden die Soldaten untergebracht. Momentan haben wir viele leere Räume. Sieh dich ruhig um. Hier kannst du bleiben. Du kannst hier übernachten oder zurück zum Festland gehen. Es liegt ganz bei dir. Ich hoffe, dir gefällt unser Königreich. Viele Grüße von Neon. Das Schicksal hat eine weise Wahl getroffen, indem sie es dich in unser Königreich gelassen hat. Ich bitte um deine Anwesenheit in meinen Gemächern. Die Geister legen mir nahe, dir ein Ritual zuteil werden zu lassen. Dann gehen wir doch zum Orakel. Deine Ankunft ist wie vorhergesagt. Willkommen in Joy Oyus Gemächern, Rucola. Ich möchte dir eine Angelegenheit besprechen, die dir von erheblichem Nutzen sein kann.
Überall in unserem Königreich gibt es heilige Ozeanhöhlen. Du hast auf einen auf deinen Reisen vielleicht ein paar davon gesehen. Diese Höhlen sind eine Fundgrube von Ressourcen. Viele davon könnten sich bei deinen Bemühungen als unbezahlbar herausstellen. Es ist nicht unsere Entscheidung, Zugang zu diesen heiligen Orten zu gewähren, sondern die des Ozeans. Und der Ozean hat anscheinend dich erwählt. Mit dem Rhythmus des Ozeans in meinem Schritt und dem Humor einer tanzenden Krabbe gewähre ich dir hiermit das Recht, diese heilen Höhlen zu erforschen. Wenn du tiefer in den Ozean vordringst, wirst du mehr von diesen Höhlen entdecken. Verwende ihre Ressourcen klug und denk daran, dass die Erkundung der Schlüssel ist. Prinzessin Miranjani. Warte mal, Rucola. Hast du bitte einen Moment Zeit, bevor du aufbrichst? Ich habe die großartigen Dinge gesehen, die ihr Land bewohnen schafft. Ich bin voll und ganz davon überzeugt, dass es in eurer Welt Güte gibt. Echt cooles Zeug. Es lässt mich Hoffnung schöpfen, dass es in deiner Welt Güte gibt. Mit einer Flosse zu schwimmen ist anstrengend genug. Und du durchziehst unsere Gewässer mit diesen, wie nennt man die? Füße. Beine. Na Galita, die Luft ist rein. Schnell, bring es her. Eine Ausdauerfrucht. Nimm diese Ausdauerfrucht. Sie sollte dir die Reise erleichtern. Sei vorsichtig da draußen. Wir verlassen uns alle auf dich, Rucola. Du hast eine Ausdauerfrucht erlangt. Die Ausdauer hat sich permanent erhöht. Fallschirmkrebs. Ja, es ist schon ein bisschen spät.
zur Göttin. Schau mal die Königsmuschel. Soll ich da unten durchlaufen? 21, 22 kann ich nicht mehr. Es ist